Na, zumindest haben wir jetzt wieder eine vernünftige Framezahl und können wieder halbwegs flüssig spielen. Das ist auch schon mal was. Kann ich mit leben. So, Rebecca steht wahrscheinlich noch oben rum jetzt, nehme ich mal so an. Keine Ahnung. Der Dienstaufzug steht auf der ersten Etage. Dienstaufzug rufen? Warum nicht? Leer. Okay. Objekt hier ablegen? Erstmal nicht. Erstmal nicht. Ich ahne, worauf das hinausläuft. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schlüsselchen. So, das schauen wir uns natürlich erstmal an. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Schlüssel nicht hier genutzt werden kann. Aber schauen wir doch mal. Zugführerbüro. Aha. Aha. Gut, ich nehme an, wir kommen hier nicht raus. Doch. Oder auch nicht. Es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt könnten sie es herausbekommen. Okay. Kann ich mein Messer einsetzen? Ja, ich will es nicht ausrüsten. Ich will es eigentlich benutzen. Aber wir können ja mal kurz probieren, ob es geht. Oh, das wollte ich nicht. Nee, natürlich geht's nicht. Hätte mich auch gewundert. Na gut, dann wechseln wir mal wieder auf eine vernünftige Waffe. Und auf Rebecca. Nein, nicht auf Rebecca, noch nicht sofort. Denn wir müssen erst noch den Schlüssel ablegen. So. Natürlich wollen wir ein Objekt hier ablegen, diesen Schlüssel. Es ist ein bisschen zu offensichtlich momentan. Aber gut, vielleicht wird sich das noch ändern. Drücken wir den Knopf. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding jetzt hingeht, ehrlich gesagt. Aber ich ahne, oder ich sage voraus, dass wir mit Rebecca jetzt losmachen müssen. Die sich jetzt wahrscheinlich den ganzen Weg wieder zurückbewegen darf. Ich hätte sie wahrscheinlich dort lassen sollen, wo sie war. Und vielleicht wäre es auch besser gewesen, Rebecca ins Loch zu stecken da. Einfach, weil ich dann mit Billy hätte spielen können. Naja. Wenn man nicht auf die Spielcharaktere hört, ne? Billy hat ja gesagt, Rebecca, geh du nachschauen. So, einmal zur Leiter, bitte. Ja, bitte. Und zurück in die Feuersbrunst. Ja, mit der kommt das Spiel jetzt mittlerweile auch ein bisschen besser klar, wie es scheint. Ein bisschen. Nicht wirklich, aber ein bisschen. So, dann gehen wir doch erstmal die Treppe runter und schauen uns da um. Im Prinzip haben wir ja jetzt zwei Möglichkeiten, wo wir hingehen könnten. Nee, erstmal nur eine. Ich nehme an, dass in diesem Bereich hier, in dem wir jetzt treten können, auch der Aufzug sich befinden wird. Yay. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Du solltest vielleicht hier irgendwas ausstellen. Auf der Theke liegen lauter Nahrungsmittel. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Nee, aber du solltest vielleicht den Herd ausstellen, damit uns hier nichts um die Ohren fliegt. Naja, dann halt nicht. So, schauen wir uns erstmal kurz hier drüben im Kühlschrank um. Oder auch nicht. Da ist eine Zugangsklappe. Zum Öffnen brauchen sie irgendein Werkzeug. Später, später. Ist vielleicht auch nicht so schlau, während der Fahrt jetzt da runter zu gehen. Das Regal ist voller Kochutensilien. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Aha! Wer hätte das nur gedacht? Ein Schlüssel für mich. Jawohl, her damit. Woher weiß sie eigentlich, dass das der Zugführerschlüssel ist? Mit ihr habe ich das doch noch gar nicht angeschaut. Logikfehler. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay.
dann bleibt der Weg weiterhin relativ klar. Und wir haben eigentlich immer noch einen Bereich, den wir uns noch gar nicht angeschaut haben, ne? Die eine Treppe hoch. So, Gegner. Ich wollte gerade sagen, was klingelt denn hier so? Wo ist er denn? So, schön auf Abstand bleiben, einfach draufhalten. In dem engen Zug, muss ich sagen, will ich nicht unbedingt an den Zombies vorbeirennen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Das kann man vielleicht mit der anderen Steuerung ganz gut machen. Mit der Tanksteuerung ist es ein bisschen schwierig, glaube ich. Da steht gar nicht mehr auf, hä? So, dann laden wir nochmal fix nach. Nö, der hat es tatsächlich schon hinter sich. Ging schnell. Ach, das ist der Kronleuchter hier oben, der so klippert. So, dann wollen wir uns doch mal umschauen hiervon. So, hier sind wir zum Beispiel noch gar nicht hoch hier drüben. Wo ist denn unser Freund? Komm in die Kamera. Ja, mittlerweile sollte er im Gang stehen, oder? Ich schieß mal. Ah, siehst du mal, er steht nämlich ein Stück weiter hier drüben. Da hätte ich ihn beinahe gar nicht getroffen. Erledigt. Erledigt. Ja. Sehr schön. So, ich lasse auch weiterhin die Treppe nach oben erstmal aus. Wir schauen uns erstmal hier vorne um. So, bin ich hier richtig? Wartet mal. Ja doch, hier müsste ich richtig sein, ne? So, Hunde sollten ja jetzt keine mehr zum Fenster reingesprungen kommen. Wie sieht's bei dir so aus? Er bleibt liegen, hoffentlich. Und du? Hoffentlich auch. Ah ne, Quatsch, das ist falsch. Hier bin ich nicht richtig. Ich muss zu dieser Tür. Ja, genau. So, Schlüssel weg. Und rein in die gute Stube. Sollte ja bloß ein kleiner Raum sein, so wie es aussieht. Knarz. Oh, Kräuterchen für mich. Und eine Karte. Das ist schon mal ganz nett. So, wo sind wir? Davon sind wir. Okay, nach vorn. Das ist dann im Prinzip das Führerhaus, natürlich. Da wollen wir im Prinzip hin, um den Zug wieder zum Stehen zu bringen. Wo auch immer wir jetzt eigentlich gerade sind. Nach hinten geht auch nicht mehr so viel, wie es aussieht, ne? Und oben. Okay, wir haben noch einen kompletten Bereich oben, wo wir noch gar nicht waren. Der war ja bisher aber auch noch nicht nötig. Gut. Karte des Zugs mitgenommen. Die Kräuterchen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon einsacken soll oder ob ich die hier stehen lasse. Das ist halt so eine Sache, ne? Diese Dokumente scheinen sich auf den Zugbetrieb zu beziehen. Sie sind über dem Schreibtisch und Boden verstreut. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es hier sehr gerumpelt hat. Oh, da ist was? Ah, Notiz des Zugführers. Die Schlüsselkarte für die Fahrerkabine steckt wie üblich in meiner Tasche. Doch ich kann das Ding nur mit dem Schlüssel des anderen Kerls öffnen. Scheinbar habe ich ihn irgendwo verloren. Wäre es ein normaler Schlüssel, würde ihn sicher jemand abgeben. Doch er ist anders. Ich suche danach, aber sollten Sie ihn finden, geben Sie ihn zurück. Vielen Dank im Voraus. Was? Okay, wir durchsuchen mal die Jacke. Geht nicht, okay. Dann habe ich das jetzt gerade missverstanden. Da ist ein Schalter. Umlegen? Ja, bitte. Oh. Merci beaucoup. So, dann schauen wir mal kurz, was wir an Platz haben bei uns im Inventar. Ah, es wird dann nämlich schon ganz schön eng, wenn wir die Kräuter jetzt mitnehmen, ne? Aber ich will sie hier ehrlich gesagt auch nicht stehen lassen. Wir sacken sie mal ein. Vielleicht kombiniere ich... Ja, ich kombiniere sie, sobald wir den Platz brauchen. Machen wir es mal so. Moment. Eine Sache noch. Ah.
Go to travel on the next world. Aktentasche mitnehmen? Ja bitte, sehr gerne. Was auch immer das für eine Aktentasche ist. Hier gibt es sonst nichts. So, ich stelle mich... Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Mensch. Ja, ich muss mit der Steuerung auch erstmal ein bisschen klarkommen. Die ist ein bisschen anders als in dem Final Fantasy... Final Fantasy, was quatsch ich denn? In den Resident Evil Teilen vorher... Oder in dem Resident Evil Teil, den ich vorher gespielt habe. So, untersuchen wir erstmal das Täschlein. Scheint verschlossen zu sein. Die zwei Öffnungen sehen aus, als würde ein rundes Objekt hineinpassen. Okay. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel, von dem die Rede war. Yo. Sieht nach so einem zylinderförmigen Ding aus, das man da dann reinstecken darf. So Imbusschlüsselmäßig. Wenn auch nicht so richtig, weil ist natürlich kein sechseckiges Muster drin. So, wo sind wir denn hier gelandet? Diese Flaschen sind wohl umgekippt, als die Notbremse des Zugs betätigt wurde. Ich glaube, wir haben eine Abendbeschäftigung gefunden. Es ist sehr viel Alkohol hier. Gläser und Flaschen sind über die Theke verstreut. Tagesmenü, gebratenes Hühnchen mit Shrimp Carpaccio. Shrimps. Ich muss ja sagen, alles, was aus dem Meer kommt, schmeckt mir nicht so wirklich. Beziehungsweise nur sehr, sehr wenig, was aus dem Meer kommt. What? Okay. Ich bin nicht so scharf drauf herauszufinden, was genau das jetzt war. Darf ich unbehelligt weitergehen? Ich bin mir nicht sicher. Glänzt irgendwo was, was wir mitnehmen können? Ich glaube nicht, ne? Oh, dieser Raum gefällt mir nicht. Hier ist so viel Platz. Das sieht aus, als ob man hier kämpfen muss. Oh, crap. Ach Gott, es ist bloß draußen. Ich dachte gerade schon. Gut, gehen wir mal in den nächsten Raum. Okay. Ah, ich höre Geschleime. Ein Servierwagen. Es stehen noch Teller und Flaschen darauf. Er wurde wohl erst kürzlich benutzt. Ja, da ist doch noch was. Dieses Objekt können Sie jetzt nicht tragen. Ich glaube, das könnte Billy gebrauchen. Ja, ein spitzes Objekt. So, und wie angekündigt, werde ich Daniel jetzt mal kombinieren. Ich lasse das aber erstmal kurz hier... Nein, falsche Taste. Ich lasse das aber erstmal kurz liegen und schaue mich hier noch um. Na, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, da sollte ich nicht unbedingt rangehen, oder? Ich gehe mal hier rein. Klimbim. Holla! Na, sieh mal einer an. Das ist aber ein netter Raum. Ja, die Farbbänder können wir natürlich mitnehmen. Wir haben sowieso schon welche einstecken. So, wie machen wir das denn jetzt? Die Schrotflinte hätte ich natürlich schon sehr gern. Ich weiß bloß nicht, mit wem ich die mir jetzt zu Gemüte führe. Ich meine, platztechnisch sieht es bei Rebecca jetzt nicht so gut aus. Vor allen Dingen, weil sie auch die blöde Aktentasche bei sich hat. Hm, könnten wir die vielleicht... Ja, man kann Sachen einfach ablegen, okay. Sollte ich den Raum dafür nehmen? Ich weiß es nicht so richtig. Hm, ich bin unentschlossen. Ich lasse die Sachen mal liegen. Ich weiß ja, wo sie sind. Hoffen wir mal, dass ich die Schrotflinte nicht sofort brauche. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, die hier zu lassen. Ja, da hinten gehen wir nicht ran. Ich schau mal kurz auf die Karte, wenn ich die Taste dafür finde. Es gibt doch eine Taste dafür, ne? Ja. Ja, da hinten scheint es auch nicht so richtig weiterzugehen, glaube ich. Und da ist eine Tür, an die wir nicht rankommen, wie es aussieht. Hm. Na gut, wir nehmen uns mal den Pickel. Ja, damit. Und dann machen wir uns mal auf den Rückweg.
Ich hoffe, das Vieh kommt jetzt nicht vorbei, das wir gerade gehört haben. Ich renne. Nein! Bitte nicht! Oh, crap. Oh nein. Oh scheiße. Was ist das? Ernsthaft? Fuck! Lauf, Bitch! Lauf! Oh Gott! Ihr wollt mich doch verarschen! Echt jetzt? Ein beschissener Skorpion? Wie ist das denn passiert? Okay, ja. Willkommen in der Scheiße. Das ist jetzt etwas ungünstig. Ich leg mal den Spaß ab. So. Und dann gehen wir uns mal kurz hier drüben die Schrotflinte holen. Das ist, glaube ich, keine so schlechte Idee, wenn wir jetzt dem Skorpion da begegnen. Vielleicht kann ich auch an dem Vieh vorbeirennen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ob das geht. Jagdgewehr? Naja, wenn ihr meint. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit so einem Ding jagen gehen wollen. So, nimm mal die Muni hier noch. Wieso? Was? Wieso kann ich das nicht tragen? Ach, weil das Teil über zwei Plätze geht. Ach du Schande. Das geht über zwei Plätze? Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Okay, ich durchsuche mal ganz kurz hier diesen Schrank. Da ist natürlich nichts. So, und dann würde ich sagen, platzieren wir den Eispickel erstmal neben den anderen Sachen. Mensch, hier muss man ja echt schauen, wie man sein Zeug ordnet. So, platzieren wir den Eispickel ja auch noch mit. Und gehen uns noch die Muni holen. Passt auf, wenn ich jetzt wieder rübergehe, ist das Vieh weg. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaube, dem müssen wir uns jetzt leider stellen. Und ich hoffe, das geht gut aus. So, wie viel Schuss haben wir denn da? 7 Schuss nochmal extra. Okay, ist das jetzt schon voll, das Teil? Ach du Schande. 2 Schuss nur. Na, das kann ja super werden. Ha! Okay, dann auf zur Skorpionsjagd. Es gibt kein Zurück. was? Ich treffe gar nicht, oder? Oh, 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 da kommt jemand auf mich zu. Ich ahne Schlimmes. Kann mir jemand erklären, was ich tun soll? Ich komme nicht vorbei auf jeden Fall. Und ich scheine ihn auch nicht verletzen zu können. Das ist ungünstig.